Ja, hallo. Und ich stelle euch jetzt einen Server vor, der hat eine etwas komische Spielweise von Minecraft. Also, da geht es halt darum, dass man hier ein bisschen rumballert. Also, man hat hier immer an der Anzeige da, an den Stats, sieht man sein Geld, die Tode, die Kills und wie viel von Team Blau und Team Rot sind. Also, ich bin jetzt Team Blau und Team Rot ist auf der anderen Seite. Ja, und wie man sehen kann, bei meinen Stats habe ich schon viel gespielt. Also hier ist so ein Schalter und da kann man sich jetzt Waffen kaufen. Zum Beispiel hier die Goldschaufel ist hier eine Farmers. Dann hole ich mir jetzt glaube ich noch eine. Und hier die Panzerfaust. Und die Diamantenspitzhacke. Und dann kann man sich hier noch Munition holen. Hat alles für Geld. Munition ist hier für 50. Projektil. Also Projektile sind für fast alles. Für die Farmers jetzt, für die Panzerfaust, brauche ich ein panzerbrechendes Geschütz. Hier Schwefelwasserstoff, also Schwarzpulver, ist für Flammenwerfer. Das wäre dann die Karottenangel, das ist der Flammenwerfer hier. Jo, dann habe ich jetzt wieder Schwefelwasserstoff bekommen, leider. Da, panzerbrechendes Geschoss. Das ist für die Panzerfaust, das kann ich aber auch noch demonstrieren. Und Granaten sind für den Granatenwerfer. Jetzt können wir uns gerade noch mal eine holen. Panzerfaust, schon wieder. Naja. So. Können wir jetzt hier. Gibt es mal eine Truhe, die kann man sich holen. Meine Extras werde ich auch noch zeigen. Dann gibt es hier halt noch entsprechend Rüstung. An einem Schalter. Die bringt halt auch Rüstung halt. Und Baustoffe wie die. Also für Rot sind Lapislazuli-Blöcke ist Stahlbeton und für für Blau ist Stahlbeton Lapislazuli-Blöcke und bei Rot halt entsprechend Redstone-Blöcke und die Wolle ist auch entsprechend halt gefärbt. Ja, und ich würde mal sagen, hier schaltest du die blaue Base. Ja. Und ich würde mal jetzt sagen, auf in den Kampf. Na, davor. Wir haben Geld. Hol uns den Rüstung. Nee. Egal. Jetzt müssen wir gucken, wo die nichts hingebaut haben. Ich hasse es, wenn die Base so zugebaut ist. Klasse. Und wie soll man hier bitte ins rauskommen, Leute? Ehrlich. Auf die. Ja. So. Gut. Man sollte immer aufpassen. Das erste hier steht ein roter. Da ganz hinten ist bei meinem Video, glaube ich, nicht sehen. Und jetzt. Was? Was ist jetzt passiert? Ich habe mich selber mit dem Panzerfaust umgebracht. Ja, klasse gemacht, echt. Jetzt komme ich hier nicht mal raus, Alter. Jetzt haben wir unser Zeug wieder. Nein, Alter, warum schießt die Panzerfaust nicht gescheit? Jetzt kann man es gar nicht sehen. Schade. Ja, auf jeden Fall. Ich vermisse mir meine Quote, ich weiß. Waffe, Schrot finde ich jetzt nicht so das A und O und Panzerfaust. Also Schrotflinte finde ich jetzt nicht so gut, weil die schießt hier übel viel Munition weg. Ja, und macht halt dementsprechend wenig Schaden. Waffe? Ja, die, das ist schon eher. Die Desert Eagle. Gut. Jetzt wieder auf in den Kampf. Hoffentlich klappt es diesmal besser.
Zeichen, dass er mich nicht mehr sieht. Okay, ich habe ihn getötet. Juhu. Also hier unten im Chat steht's halt immer. Ja. Sollte ich halt aufpassen, dass ich nicht gekillt werde, weil hier kommen oft welche von den Mäusen aus und schießen einen ab. Juhu. Ich glaube, das sieht man jetzt in einem Video so gut hier stimmen. Aber ich in Minecraft sehe es natürlich optimal. Nein! Ja, und wenn man... Hier kann man auch Leute bannen. Was? Nein! Warum möchte der mich bannen lassen? Warte. Dann bannen lassen. Grund, Hacker, alle ja schreiben. Ich hoffe, ihr seid nicht gebannt. Also, was? Was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Irgendwann soll dann die Abstimmung vorbei sein. Okay. Warum kommt man hier? Ach, man hat alles so gebaut. Kommt man gar nicht mehr durch. Geht's noch? Doch, hier noch. Man kann halt nicht. Ist ja unwahrscheinlich, dass man nichts sieht, weil man wird immer wieder weg. Ui, wum, wum. Ja, mich ist abstimmt vorbei. Nee, anscheinend nicht. Ja, Waffen. Das reicht schon. Es gibt natürlich auch noch andere Waffen, aber. Naja. Also ungefähr so. Ja, guck, ich habe jetzt einen getötet. Wenn man ein Video wieder nicht so sehr gut sieht. Also, warum will der mich bannen? Das ist ein bisschen dumm. Weil der mich nicht mag. Gut, es fehlen 5 Stimmen. Bannen will eigentlich keiner. Niemand. Man kann auch kicken. Ist schon ein bisschen besser, aber dann kann man gleich wieder. Na gut. Also mit dem Campen ist schon ziemlich witzlos und ziemlich feige, finde ich. Aber. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Haben wir. Ach, wir können uns ja Rüstung holen. Wir haben ja viel Geld jetzt. Ja. Ich werde jetzt auch mit anderen zocken, die ihr vielleicht schon aus Survival Games kennt. Mit zum Beispiel Mark oder Yannick oder Noah oder Felix oder ja. Also, Rüstung holen. Ja gut, das reicht ja schon mal. Die Hose kriege ich jetzt eh nie. Jetzt noch eine Waffe. Ja, gut. Also wir sind gut ausgerüstet. Und man kann ja meine Quote sehen, wenn ich was im Chat schreibe. Dann 0,61. Das ist nicht gerade gut, weil ich war am Anfang richtig schlecht. Waffen können auch kaputt gehen entsprechend. Ja.
Die ist jetzt ein bisschen schneller im Schießen. Wow. Wo schnell Deckung suchen. Gut, dass ich eine Rüstung anhab. Ja. Da steht einer. Ich habe einen Namen gesehen. Aber ich glaube, im Turm ist einer, der schießt auf mich. Ach, der Real Death. Ist gegen mich. Ach, schön. Der campt immer oben auf dem Gebäude und schießt dann mit der Panzerfaust runter. Haha, doch nicht. Juhu. So, jetzt erstmal eine neue Waffe holen. Weil die hält nicht so viel aus und braucht auch viele Schüsse. Bis man mal stirbt oder so. Was ist das? Jetzt. Nein, Alter. Alter, was? Wie soll man jetzt durchkommen, bitte? Alter, so dumm. Ach so. So schafft man es vielleicht, aber. Wie dumm ist denn das denn gebaut? Und ein bisschen mit Hirn hätten wir auch bauen können. Hier liegen dauernd Schrotflinten, weil die niemand will, Alter. MP5. Und ja, jetzt sehen wir auch mal die MP5, die ist. Eigentlich so ähnlich wie die Farmers. Ja, und ich hoffe, wir werden noch andere Waffen sehen. Und andere. Na gut, Muni haben wir jetzt eigentlich schon alle gesehen. Das ist doch die. Ausstoffe sind leicht teuer. Also hier. Haremal Lapis Lazuli ist Stahlbeton. Und wenn da halt ein Panzerfaust drauf schießt, geht es halt nicht so schnell kaputt wie bei, jetzt bei Wolle. Und Wolle kann man ja auch anzünden. Und nochmal eine Waffe. Was habe ich? Ach, ich muss auf dem Glühstone stehen. Habe ich jetzt eine Waffe bekommen? Oder habe ich einfach nicht genug Geld? Ich verstehe es nicht. Jetzt. Ach da, ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Präzisionsgewehr ist auch eins meiner Lieblingswaffen. Aber das ist jetzt eigentlich nur für Sniper. Ah, finde ich eigentlich ganz witzig. Guck, wenn man das so macht, dann stellt sich die Sichtweite hier ganz weit. Hat man natürlich... Wow, eindeutig einen Vorteil. Jetzt, Schrotflinten brauche ich nicht. Die MP5 auch nicht, den Stahlbeton auch nicht. Gut. Ne, die brauche ich schon. Ah, eine Hose. Schön. Gut. Ah, mit Farmers erst, wenn ich vorgehe, ist besser. Ja, das, die Runde dauert im Allgemeinen ziemlich lang. Eigentlich nur 15 Minuten, aber wenn das Ergebnis dann nicht gerade so 30-0 ist, ist nicht eindeutig. Das ist auch ein bisschen fail. Muss ich gucken, dass mich keiner hier so übel abschießt gleich am Anfang. Weil wenn es die richtige Waffe ist, bin ich tot. Nach einem Schuss. Präzisionsgewehr zum Beispiel, oder? Wenn ich, na gut, ich habe Rüstung. Da wird es nicht so schnell gehen. Da kann eigentlich nur noch Panzerfaust One-Hit machen. Das finde ich auch ein bisschen fies. Er hat übel viel Range und macht dann auch noch One-Hit. Hier am Wasser zu sneaken ist recht gut, weil das sieht man nachher zu sneaken. Ach, das ist eine von mir. Ja, und das wollte ich auch noch sagen, wenn man Teamkill macht, wird man für die Runde ausgeschlossen. Finde ich auch ein bisschen dumm, weil hätte ich den jetzt gekillt, ich hätte nicht. Wie hätte ich ihn wissen sollen, dass der. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Na, war knapp.
Desert Eagle. Meine Lieblingswaffe eigentlich. Ja, ich bräuchte auch normale Munition. Ja, normale Munition. Jetzt muss ich wieder warten, bis mein Geld sich auffüllt. Ach, da gibt's auch noch. Es gibt ja auch immer eine Truhe. Nein, nicht immer. Ein bisschen dumm. Schön. Gut. Oh, ich hasse es, wenn Leute so das zubauen. Ich meine, okay, so ein Durchgang bauen, wo so ein Labyrinth drin ist oder so, okay. Aber doch nicht alles zubauen. Und vor allem außen. Außen geht eh keiner hin. Weil es gar nichts bringt. Ah, es war knapp gerade eben. Warum läuft der weg? Ist da vielleicht jemand? Ich muss mal übelst aufpassen, dass die Leute einen nicht sehen. Truhe, so kann man auch Truhen holen. Getötet. Na gut. Das ist eine Landmine, wenn man der Druckplatte, die kriegen wir auch bei Extras, über den Wallblock vom entsprechenden Team tut, dann ja. Gerade war ein Schuss. Getötet. Ich weiß nicht, ob man die Kippensaß so gut sieht. Aber eigentlich recht cool hier. So. Auch ein bisschen Camper finde ich auch ein bisschen mies, dass es so reinzieht, die Panzerfaust. Es klappt nicht gescheit. Wenn die sich bewegen. Das ist immer der Fehler von den meisten. Die bewegen sich nie, wenn sie. Dann stehen sie vorne. Geht's nicht mehr, schade. Schüsse. Finde ich voll witzig. Ja. Komm, machen wir wieder irgendwas. Finde ich ein bisschen fies, aber den kann man so holen. Da unten habe ich einen Namen gesehen. Noch verloren! Was? Und jetzt komme ich nicht mehr schnell genug zu meinem Zeug. Ich bin eine gescheite Waffe. Gut, zumindest. So, der Rest kann man sich erholen. Oh. Wie konnte ich da noch verlieren? Farmers, Muni, Desert. Bisschen übertrieben jetzt. Dafür lege ich auch was rein. So. Anziehen.
Alter, wie konnte er mich töten? Die blöden Wege. Da hinten ist jemand, jetzt sollte man im Video auch sehen. Dumm ist, der Zoom geht nach einiger Zeit weg und die sind jetzt der Zoom weg. Da steht einer. Hä? Jetzt. Nein! Schneller bauen! Gerade war der Zoom noch da. Jetzt. Alter. Puh. Jetzt noch warten, bis sich mein Leben regeneriert haben und dann geht das. Ist da hinten jemand? Da hinten sehe ich was Rotes. Ist wahrscheinlich nur ein Redstone Block. Ja. Jetzt alle, wenn man da reinfällt. Wow. Ah. Man kann auch crashen. Ich weiß jetzt nicht, was das genau ist, aber. Ja, sieht man ja im Chat. Und da kann man immer slash ja und slash nein, dann wird dann abgestimmt. Man, mein Leben regeneriert sich nicht. An the real death, das ist immer jetzt eine 0,65er Quote und ich habe eine 0,62er Quote. Ist nicht gerade A und O, aber na. Geht. Ich dachte, du Gegner. Das ist bestimmt Real Death, der kämpft da oben. Das macht er immer. Und schießt dann mit der Panzerfaust runter. Ja. Ja, das ist er. So. Also wenn ich hier nicht in Sicherheit bin. Komm ich so? Das. Alter, gibt es hier viele Befehle. Leicht zu viele slash Zuschauer. Hä? Egal. Slash, ich wollte jetzt eigentlich der Real Tiff. Hör auf zu campen. Ach, da! Zwei. Leicht unfair. Warte. Für was gibt's denn diese Schießscharten? Zu? Schießscharte zu. Weil ich hasse es, wenn der da so einfach kämmt und dann einfach blöder Granatenwerfer, ehrlich. Nein, Alter, so ein blöder Camper. Langsam regt's auf. Da doch nur dafür. Das regt dann denen echt auf. Die stehen da einfach und warten.
Wer hat mich jetzt abgeschossen? Hä? Von wo? Das finde ich an diesem Spiel verbesserungswürdig. Ja. Einfach die Camper, die gewinnen immer. Die kriegen die gute Killquote, die kriegen alles. Ach, der ist da drin, blödes. Was? Ich verstehe es nicht, ehrlich. Das verstehe ich nicht daran. Ich schieße sie 10-mal ab oder so. Ja gut, es war eine Farmaß, aber trotzdem. Sollte es doch schneller gehen, wenn ich eine Rüstung anhab. Gut. Der geht in den Bunker. Ja, das sind aus dem Bunker und da ist ein mittlerer Turm, ja. Ist da jemand? Nope. Niemand. Was habe ich jetzt für eine Quote? 062. Habe ich, glaube ich, davor auch schon. What? Von woher kommen die Schüsse? Das sind bestimmt irgendwelche... Na gut, wenn ich... Jetzt gehe ich lieber nicht raus, wenn ich jetzt getroffen werde. Ja, und fast alles schon kaputt. Ich gehe hier, glaube ich, lieber mal weg. Bisschen zu gefährlich. Da hinten habe ich was gesehen. Habe ich gesagt, das sieht man, das ist ein bisschen blöd, das sieht man im Video. Wow, was war das? Vor allem von wo? Ha! Zwar ein Glückstreffer, aber. Zumindest ein Treffer. Und mein Helm, glaube ich, bald kaputt. Steht an. Nein! Ach, das war der Real Death. Fast hätte ich ihn erwischt. Aber hier muss man einfach campen, sonst hat man keine Chance. Weil die stehen da auf ihren Dächern und wenn man da kommt, dann boom, tot. Wo ist der jetzt? Hä? Wo ist der hin? Ist der gestorben oder geleftet oder? Ach doch, dann getötet. Ist einer von uns, weil der gerade blau aussah? Kann aber kaum sein. Manche muss man wechseln, dass man den Schuss verbraucht, dadurch die Waffe kaputt macht. Naja. Wie gesagt, ich bin jetzt eher so der Camper, weil man sieht ja, die da stehen, die werden halt von Campern getötet. Das ist halt so. Kann ich noch so. Da ist einer. Nein! Getötet. Juhu. Und jetzt, ich schreibe immer High, weil ich will natürlich meine Quote sehen. 0,63. Das ist der Beste. Mr. Megabyte. 15,24. Also, wenn man das schafft.
Guck, der wurde gerade abgeschossen. Von einem Camper halt. Hä? Wo standen The Real Death? Jetzt, ja. Also es war jetzt extra, es gibt Bücherregale, um die am Zaubertisch hier zu befestigen, um bessere Zauber zu bekommen. Level natürlich. Dann gibt's goldene Äpfel, um sie zu heilen, ist ja nicht klar. Und Kisten. Eigentlich das Wichtigste. Ja. Und Baustoff gibt's halt Zäune, Stahlbeton und hier die Wolle halt in entsprechender Farbe. Ja, und es gibt halt als Waffen, gibt's Präzisionsgewehr, die Desert, die Farmers, die ich jetzt halt hab. Den P5 hat man auch schon gesehen. Dann die Panzerforsch hat man schon gesehen. Die Schrotflinte hat man auch schon gesehen, das ist die Axt. Dann gibt's halt noch die den Granatenwerfer, das ist eine Angel. Muss man so auswerfen, dann boom, hat man auch schon gesehen, glaube ich, ja. Das haben wir hier schon gesehen, als ich da zerbombt wurde. Und Flammenwerfer ist halt die Karottenangel. Mehr gibt's auch, glaube ich, nicht. Nö. Doch, Brecheisen, das ist das Diamantschwert. Das hat kann nicht feuern, das ist eher für den Nahkampf, also wie ein normales Diamantschwert halt. Ja. Da steht einer. Das ist bestimmt die Real Death, wette ich. Ja, ich habe ihn getötet. Das ist die Real. Ja, ich habe doch gewusst, dass das die Real Death ist. Der kommt immer mit der Panzerfaust. Hi. 063. Ich meine, so viel Kills wie Tode haben, aber das schaffe ich nie. Naja. Ich habe am Anfang so verkackt, schon fast 200 Tode. Ah, da stehen zwei. Der bewegt sich so komisch. Hä, warum? Der eine ist tot, der andere auch. Ja, der Real Life ist auch tot. Mr. Megabyte halt. So hat er die Quote bekommen. 1008 Kills. Ja, der hat ein bisschen viele Kills. Aber ich verstehe gar nicht, warum der Server so wenig Leute hat eigentlich. Also sind wir jetzt 10 Leute. Das sind gerade viele. Ist der Hammer. Bam zu schießen. Egal. Ja. Ah, Mr. Mayman hat Real Death getötet. Schon wieder. Ah, der hat jetzt bestimmt eine schlechte Quote. Alter, mein Geld. Z. 061. Ja, schlechtere Quote als ich. Z. Fragezeichen. Da wollte nur seine Quote wissen. Ja. Gerade wenig Action. Joint the game. Und man kann auch Team wechseln. Also, aber nur wenn die Teams dann ausgeglichen sind. Oder wenigstens ein bisschen fair. Also, von Blau könnte jetzt einer wechseln auf Rot. Dann wäre Rot eine in Überzahl. Wenn jetzt aber 5 und 5 wären und einer würde von Blau wechseln, wäre es ja 4 gegen 6 und das wäre unfair. Da kann man das nicht. Und ja, da steht ein. Da ist Blau. Ah, da. Ah, der ist tot. Mann, da kommt man nie zum Killen. Und Blau gewinnt eigentlich so gut wie immer. Ah, liegt da hinten Schnee. Ja.
Es steht bestimmt jetzt schon 50 zu 0 oder so. Joint Game. Ja. Zoom. Oh. Hast du sie einen losgelassen? Hm. Was ist das? Panzerfaust. Schon wieder. Ist irgendwie witzig. Ja, aber komm. Das sind keine Feiglinge. Angriff. Feiglinge überleben zwar, aber egal. Wenn so Camper wäre, ist auch richtig lahm. Oh, ich gehe da mal lieber weg, da ist der andere schon. Aber stellt sich auch immer wieder die Frage, wo sind die ganzen Leute, die schießen? Das jetzt. What? Woher? Guck, woher kam der Schuss jetzt? Versteh es nicht. Das ist manchmal ein bisschen unlogisch. Oder versteh mal. Ja. Die mag ich nicht. Ja, gut. Und wie man sehen kann, ich habe auch noch einen Skin. So mal geguckt. Ja. Eigentlich recht gut. Ja, Munition. Gut. Oh Gott, haben wir viele Drohnen. Haben wir auch irgendwo panzerbrechende Munition? Eine Farmers, die nehme ich mir. Kommt mal vor. Munition noch einmal, ja. Also, ich denke mal, ich beende jetzt mal die Aufnahme, weil ich nehme jetzt schon recht lang auf. Und das Spiel kann ich eh nicht ganz durchspielen. Das dauert ewig, wenn ich das aufnehmen würde. Also, tschüss. Und ich hoffe, ich sehe euch auch mal auf dem Server.